Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Abstraktionen in C++ anschauen und dazu werden wir auch auf ein Übungsbeispiel zurückfallen. Das ist hier in Übung 4. Da haben wir ja den Shop zur vergoldenen Rose eben hier umgesetzt und da war es eben auch Teil dieser Aufgabe, dass wir eine Artikelklasse schreiben, die wir dann letztendlich polymorph eingesetzt haben. Und ich habe hier schon mal ein kleines Grundkonstrukt hier gebaut. Wir haben hier eben die Felder Qualität, Haltbarkeit und einen Namen für diesen Artikel. Und ich habe hier auch schon Getter und Setter teilweise dafür geschrieben. Bei der Haltbarkeit muss ich eben aufpassen, dass diese nicht kleiner als 0 wird. Und das erste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich jetzt die Getter und Setter für Qualität implementiere. Warum? Weil wir eben hier bei üblichen Artikeln oder bei Standardartikeln eben die Anweisung haben, dass der Qualitätswert niemals negativ sein kann. Also er ist immer 0 oder größer. Er darf aber auch nicht größer als 50 werden. Aber dieses wunderbare legendäre Schwert, was wir hier eingesetzt haben, das hat eine Qualität von 80 und darf auch niemals verkauft werden. So war das in der ursprünglichen Aufgabe gegeben. Das heißt, wenn wir dann eben einen legendären Artikel haben, dann soll dieser die Möglichkeit haben, dass man eben die Qualität beim Setzen und Auslesen verändert. Und was ich hier jetzt eben mache, ist, dass ich hier virtual void set Qualität, diesen Setter hier schreibe. Und den möchte ich dann eben später in der Source-Datei implementieren. Und hier kann ich eben tatsächlich, Entschuldigung, die Get-Qualität machen. Im Skript selbst habe ich diese Methode auch virtual gemacht. Das ist aber meines Erachtens nicht notwendig, dass man das hier macht. Ich werde deswegen diese auch inline machen, konstant, damit wir dann einfach bloß die Qualität zurückgeben. Also ob man diesen Getter überschreiben muss, ist die Frage. Ich werde hier aber auf jeden Fall diese Set-Qualität-Methode jetzt virtual machen. Und wir sehen hier auch, wir setzen einfach genauso wie in C-Sharp vor eine entsprechende Methode den Virtual-Modifizierer. Und damit haben wir eben eine virtuelle Methode geschaffen, die wir in Subklassen außer Kraft setzen können mit Override. Ich möchte aber noch kurz darauf eingehen, wie wir eben jetzt hier das in die Source-Datei schreiben würden. Also ich mache hier eine Artikel.cpp und ich schiebe mir diese mal gleich hier in eine neue Tab-Gruppe und werde hier natürlich das Header-File includen, zu dem ich die Implementierung liefern möchte. Ja, und in hier diese Set-Qualität-Methode, die würde ich sozusagen so schreiben, als ich hier bloß void set Qualität mache, ziehe ich mit meinem constant integer Qualität und hier muss ich natürlich noch Artikel angeben, sonst darf ich nicht vergessen. So, und wir sehen hier schon, das reicht vollkommen aus, um das in der Source-Datei zu implementieren. Wenn wir hier virtual davor setzen würden, sehen wir auch, dass wir hier jetzt einen Fehler bekommen. Das heißt, dieses virtual darf tatsächlich bloß bei der Deklaration mit dabei stehen. Hier unten also in der Implementierung in der Source-Datei dann wiederum nicht. So, und ich kann hier jetzt eben gucken, ist dieser Qualitätswert eben größer als 50, dann würde ich die Qualität auf 50 setzen und dann könnte ich hier aber noch gucken, ist die Qualität kleiner als 0, dann würde ich sie auf 0 setzen und Semikolon vergessen und als letztes natürlich
wenn sie trotzdem innerhalb dieses Bereichs ist, dann würde ich das Ganze eben so machen. Genau, und hier sieht man jetzt eben eine Klasse, die hier jetzt eine virtuelle Methode, in diesem Fall eben einen Setter, enthält. Und wir haben hier eigentlich nichts Besonderes, als dass wir wirklich bloß in der Deklaration virtual dazu schreiben, so wie wir es aus C# auch kennen. Bei der Implementierung in Source Files müsste man das aber weglassen. Es sei natürlich auch noch zu erwähnen, dass wenn wir das Ganze hier inline machen, auch das geht noch, aber dieses Inline wird dann ignoriert. Warum? Weil ja zur Laufzeit wirklich nachgeschaut werden muss, welches Objekt steckt dahinter. Und dieses Inline wird dann vom Compiler ganz einfach ignoriert, weil wir ja dynamische Bindung zur Laufzeit haben und erst in die VTable gucken müssen, welche Methode hier aufgerufen werden soll. Und das sorgt ganz einfach dafür, dass dieses Inline ignoriert wird. Also der Compiler kann ja nicht auflösen, welche Funktion tatsächlich aufgerufen wird. Darum geht's. Ja, und dann hatten wir natürlich auf unserer Artikelklasse auch noch, wenn ich hier nochmal ein bisschen mehr Platz mache und etwas rauszoome, da hatten wir natürlich auch noch eine Methode, die heißt aktualisiere Qualität, und die war jetzt tatsächlich abstrakt. Warum? Weil wir dann eben in verschiedenen Subklassen unterschiedliche Logik implementieren wollten. Und ich mache jetzt eben auch diese aktualisiere Qualität-Funktion. Und so sieht eben eine abstrakte Methode in C++ aus. Wir haben wiederum das Schlüsselwort virtual hier stehen, nicht abstract, so wie wir das eben aus C# bekannt bzw. kennen. Es ist hier nicht zur Verfügung, aber stattdessen machen wir eine Methode abstrakt, indem wir einfach hinter eine virtuelle Funktion ist gleich 0 schreiben, dahinter. Und genau dann wird eben auch eine Klasse automatisch abstrakt. Es ist nicht notwendig, dass wir hier wie in C# wiederum als Modifizierer für die Klasse abstrakt angeben. Das fällt vollkommen weg. Eine Klasse ist in C++ automatisch abstrakt, wenn sie eben mindestens ein abstraktes Member, also eine abstrakte Funktion eben enthält. Felder können natürlich wiederum nicht abstrakt gemacht werden. Ist ja Blödsinn, wie will man denn Felder überschreiben? Ja, und wenn wir uns dann mal hier in die Program CPP bewegen und hier diese Artikel, diesen Header einbinden, dann sehen wir jetzt eben auch, wir können natürlich dann von A keine, von Artikel keine Instanzen machen. Warum? Na, weil diese Klasse abstrakt ist. Sie hat ja nicht alle Members, die sie eben vorgibt, hier ausimplementiert. Das Letzte, was wir beachten müssen in C++ ist, dass wir immer einen virtuellen Destruktor mitliefern in abstrakten Klassen. Was hat es mit diesem virtuellen Destruktor auf sich? Im Prinzip geht es darum, wenn wir ein Objekt einer Subklasse über eine Referenz der Basisklasse ansprechen, also die ist eine Beziehung nutzen, und dann auf diesem Pointer Delete aufrufen oder das entsprechende Objekt geht out of scope. Also, naja, eigentlich geht es ums Delete. Dann haben wir eben mit dem virtuellen Destruktor die Möglichkeit, dass der eigentliche Destruktor der Subklasse mit aufgerufen wird. Fehlt dieses Virtual hier vorne, ist das nicht möglich. Dazu schauen wir uns natürlich jetzt gleich ein Beispiel an. Ich habe hier eben jetzt mal wirklich eine reine Abstraktion gebaut. Und wir wissen ja, eine Abstraktion hat selber keine Implementierung, also keine konkreten Methoden und auch keine Felder, sondern wirklich hier bloß abstrakte Methoden drin, die eben vorgeben, wie die API eines bestimmten Objekts auszusehen haben. Und diese Abstraktion, die implementiere ich eben hier unten in dieser Klasse, wie wir hier sehen. Und diese Klasse widersetzt sich gegen das Dependency Inversion Principle, indem hier einfach mit new genutzte Klasse ein Objekt von dieser Klasse hier oben erstellt wird,
Warum? Weil ich das einfach in meiner Implementierung von Tu-Etwas, die ich hier eben überschreiben möchte, dazu kommen wir gleich noch mehr. Ich habe ja übrigens das Wort Override vergessen. Und nichtsdestotrotz, ich möchte ja einfach dieses Objekt einsetzen und eine bestimmte Methode auf ihm aufrufen. Also das, was man eben klassisch unter Kapselung versteht. Ich möchte dieses Objekt hier bei mir in dieser Klasse nutzen und irgendwelche Funktionalität auf ihm aufrufen. Und damit das Objekt wieder freigegeben wird, habe ich hier eben einen C++-Destruktor geschrieben, der dann delete auf dieses Objekt aufruft und dann hier den Null-Pointer auf dieses Feld hier oben setzt. So, und dann werden wir mal das hier in unsere Klasse mit ein, in diesen Header mit in unsere Main-Funktion hier einbinden und uns jetzt mal eben ein Objekt hier erstellen. Wir möchten eben über die Abstraktion auf ein konkretes Objekt zugreifen. Wir haben hier eben also einen Zeiger, wenn ich diese Variable jetzt einfach mal, und ich rufe hier eben aber natürlich new konkrete Implementierung auf. So, und dann rufe ich hier jetzt diese Methode auf, in der effektiv nichts passiert, aber ich programmiere eben diese, gegen diese Abstraktion. So, und wenn ich fertig bin, dann möchte ich hier jetzt eben diesen Zeiger löschen und ihn dann auch auf Null Pointer setzen. Oder es kann auch mit Shared Pointern passieren, es ist vollkommen egal. Der wichtige Punkt ist eben, wir landen, wenn wir jetzt auf diesem Pointer, der ja vom Typ Abstraktion ist, Delete aufrufen, wir landen dadurch im Destruktor von dieser Abstraktion-Klasse. Den können wir jetzt auch mal wirklich hier konkret hinschreiben, dass wir hier diesen Destruktor machen. Und ich mache hier einen Breakpoint und ich möchte hier natürlich auch einen Breakpoint haben, damit ich weiß, ob ich da unten ankomme oder nicht. So, und man kann jetzt wahrscheinlich schon dieses Problem erahnen, was ich hier anskizziere, wenn ich jetzt hier eben das mal kompiliere und dann durch diesen Source Code Debug, ich erstelle mir hier ein neues Objekt, ich rufe hier Tu etwas auf, da passiert nichts und ich rufe jetzt eben Delete auf diesen Zeiger auf, dann lande ich eben hier oben im Destruktor der Abstraktion. Zack, und ich gehe hier durch und wie wir hier sehen, bin ich eben nie im diesen Destruktor hier unten gelandet. Und genau das ist eben das Problem, wenn wir gegen Abstraktionen programmieren möchten, so wie wir das hier gemacht haben, und das hat eben mit Objekten auf dem Heap zu tun, was ja durchaus sein kann, und auf diese Objekte wird dann über die Abstraktion Delete aufgerufen, dann haben wir hier, wie eben gerade gezeigt, ein Speicherleck erstellt. Warum? Weil diese Ableitung eben hier new aufruft und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist jetzt nicht die beste Programmierkunst, aber es kann halt durchaus vorkommen, dass man mal sich im Konstruktor mit new hier ein Objekt erstellt. Und wir haben hier jetzt eben dadurch ein Speicherleck. Wenn wir hier natürlich virtual davor schreiben, dann wird dieser Destruktor virtual. Und was heißt das für uns? Wenn wir jetzt nochmal kompilieren und diesen Code ausführen, dann kommen wir hier beim Delete tatsächlich hier unten an, wie wir sehen. Und dann landen wir eben im Destruktor der Basisklasse in unserer Abstraktion. Und damit haben wir eben keinen Speicherleck hinterlassen und sind sicher. Deswegen, wir merken uns, ganz wichtig, abstrakte Klassen bitte immer mit virtuellen Destruktor in C++. Ganz wichtig. Damit sind wir auch schon am Ende für dieses Video. Ich werde dann im nächsten Video zeigen, wie man eben von dieser Klasse Artikel ableitet und verschiedene Implementierungen macht. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!